Hallo an das Kollektiv der Wassermänner. Hier ist Julia Aurelia jetzt mit deiner Legung für den April, falls du den Wassermann im Sonnenzeichen, Mondaszendenten oder der Venus hast. Wir schauen uns das Thema Liebe und Beziehungen an. Ich gehe mit dem Rider-Waite-Tarot rein und werde dir jetzt erstmal das keltische Kreuz ziehen, um zu gucken, was sind denn so deine Energien zum Thema Liebe und Beziehungen im April. Also, was sind die Energien für das Kollektiv der Wassermänner zum Thema Liebe und Beziehungen im April? Was sind die Energien für das Kollektiv der Wassermänner im April zum Thema Liebe und Beziehungen? So. Schau gleich noch drauf, ob es alles. Na, ich glaube, ich packe die nächste Karte hier hin. Und am unteren Kartenrand haben wir tatsächlich die drei der Schwerter. Nun, die drei der Schwerter und auch mit den Karten, die wir jetzt hier auf dem Tisch haben, wo ich natürlich gleich im Einzelnen drauf eingehe, habe ich ein bisschen das Gefühl, dass es in einer Beziehung könnte auch freundschaftlicher Natur sein oder familiärer Natur oder aber eben in der Liebe, dass es da so ein paar Probleme gibt, wo du durcharbeitest. Und ich nehme wahr, gerade auch wenn wir uns die Karte mal hier anschauen, das Hauptthema ist quasi Enttäuschung, Trauer. Zurückblicken auf die Vergangenheit und schauen oder beziehungsweise zu sehen, ah, okay, manche Dinge haben sich nicht so entwickelt wie erhofft. Und da haben wir tatsächlich dann auch die drei der Schwerter hier. Die drei der Schwerter kann ein Herzschmerz sein. Also vielleicht arbeitest du dich gerade durch Enttäuschung, durch Herzschmerz. Vielleicht hat auch irgendeine ganz bestimmte Situation sich nicht so entwickelt, wie du das erhofft hast. Und es kann sein, dass da jetzt gewisse Gespräche vielleicht noch geführt werden. Es kommt darauf an, wo du in diesem Prozess bist. Wenn wir gehen gleich auch noch auf die anderen Karten ein und ich habe auch immer noch das nächste Tarot hier, um ein paar Karten zu klären. Aber diese Karte als Hauptenergie würde mir jetzt erstmal sagen für den April, dass es eine Situation geben wird, wo du Herzschmerz oder emotionalen Schmerz erfahren hast oder erfährst und wo gegebenenfalls noch Gespräche anstehen darüber, wie es jetzt weitergeht. Und diese Gespräche können durchaus auch schmerzhaft sein oder unangenehmer Natur sein. Und gleiches sagt mir dann die Karte hier im Mittelpunkt der Legung ebenfalls. Die Energie von, okay, Mist, das ist irgendwie anders gelaufen als erhofft. Wenn wir uns mal anschauen, was die Herausforderung ist, da sehen wir dann den Stern. Also das muss überwunden werden. Und ich habe das Gefühl, der Stern ist normalerweise eine sehr positive Karte. Es geht um neue Hoffnung, es geht um Heilung. Aber weil wir es hier in der Blockade oder in der Herausforderung haben, kann es sein, dass du dich vielleicht ein bisschen, dass das, was du überkommen musst, eine Auswegslosigkeit ist oder eine Hoffnungslosigkeit, ne? Vielleicht hier in einer Situation erkennst du, okay, da geht es irgendwie nicht wirklich weiter. Und das könnte natürlich sein, dass hier die Hoffnung in der Blockade ist, weil du halt das Gefühl hast, okay, im Moment fühle ich mich nicht gerade sehr hoffnungsvoll, was diese Situation angeht. Ebenfalls kann diese Karte auch darauf hindeuten, dass das Thema Heilung etwas ist, wo du sagst, ah, das ist das, was ich gerade überkommen muss. Hier muss etwas heilen. Und da habe ich eher das Gefühl, dass vielleicht emotional was heilen muss oder auch mental etwas heilen muss bei dir, um wieder ja, voll, wie sagt man, im Gleichgewicht, in der Harmonie zu sein. Also wir sehen quasi die ersten Karten, die sich hier zeigen für den April oder für eine Situation im April ein bisschen schwierig. Schauen wir uns die Situation an, woher du kommst. Du kommst eigentlich aus der Zufriedenheit, du kommst eigentlich aus der Wunscherfüllung. Das heißt, was auch immer sich hier zeigt, in der Vergangenheit hat sich das mal präsentiert als deine Wunscherfüllung. Und so kann es sein, dass es hier eine Situation gibt, wo du in der Vergangenheit dachtest, boah, endlich ist mein Wunsch hier erfüllt. Endlich habe ich Glück, Liebe, Zufriedenheit, innerer Frieden. Und ich habe das Gefühl, dass du in der Vergangenheit sehr wahrscheinlich mit dieser Karte, Entschuldigung, nicht damit gerechnet hast, dass sich das hier so entwickelt. Und dementsprechend haben wir auch hier diesen schwarzen Mantel, den du da trägst, ne? Also die Figur auf dieser Karte trägt diesen schwarzen Mantel aufgrund dessen, dass es alles sehr drückend ist. Das ist die Trauer. Vielleicht ist man auch leicht depressiv hier, ne? Und das ist alles sehr, sehr drückend. Und ich denke, weil diese Situation mal angeknüpft war an dein Glück, an deine Wunscherfüllung,
habe ich das Gefühl, ist dieser Kontrast umso stärker, dass du jetzt sagst, boah Mensch, wie konnte das denn in diese Richtung quasi sich entwickeln? Gucken wir uns doch mal auf Herzebene an. Ich habe das Gefühl, auf Herzebene oder emotional gesehen wird dir etwas klar, dir wird etwas bewusst. Das ist die Wahrheit einer Situation sehen. Das könnte auch sein. Entschuldigung übrigens fürs Räuspern. Ich bin immer noch ein bisschen minimal erkältet. Mir geht es aber viel, viel besser schon. Ich habe das ja hier auf dem Kanal schon angekündigt in der letzten Woche. Aber deswegen kommt hin und wieder noch mal ein Räusperer raus. Ja, hier aber auf Herzebene, ne? Emotionaler Herzebene haben wir das Ass der Schwerter. Also ein Moment der Klarheit, dir wird etwas bewusst, du hast ein Durchbruchserlebnis und ich habe das Gefühl, für dich klärt sich emotional ein bisschen was. Vielleicht, weil du sagst, okay, das sind jetzt die Fakten der Situation, damit müssen wir jetzt arbeiten. Was dann ganz spannend ist, ich mache das im Moment ganz gerne, dass ich mir von der Herzebene einmal zu deiner Position rüberspringe. Denn das ist immer die Position, die mir nochmal dich persönlich anzeigt und da habe ich das Gefühl, ja, dir ist zwar etwas klar, dir wird etwas bewusst, aber eine Entscheidung zu treffen, da tust du dich noch mit schwer. Es gibt noch irgendeine Entscheidung, beziehungsweise mir wird gerade noch was anderes gesagt, für den einen oder anderen, je nachdem, in welchem Stadium diese Situation ist, könnte es sein, dass es für dich noch schwer fällt, eine Entscheidung zu treffen oder dass du im Moment ein bisschen dicht machst und sagst, nee, ich schütze jetzt gerade mal mein Herz. Also es kann sein, hier. Wir sehen quasi die Arme verschränkt vor dem Herzchakra. Das könnte eben auch darauf hindeuten, dass du vielleicht sagst, okay, ich beschütze jetzt so ein bisschen mein Herz mit meinem Verstand. Das würde bedeuten, sich vielleicht emotional ein bisschen zu distanzieren. Diese Karte sagt, wie gesagt, auch immer aus, es schwingt immer die Entscheidung hier mit. Und vielleicht könnte es auch sein, dass du sagst, ah, ich fühle das in meinem Herzen, diese Klarheit. Aber so richtig wahrhaben will ich es vielleicht noch nicht und ich versuche mich vielleicht vor einer Wahrheit oder vor einer Entscheidung oder einer Konsequenz hier quasi, was diese Wahrheit mit sich bringt, zu schützen. Ja, also ich sehe dich so ein bisschen auf Schutzhaltung im Prinzip auch. Wir sehen hier deine Gedanken. Da sind sehr viele Informationen auf einmal, die reinrasen. Die Acht der Stäbe ist Bewegung, viele Dinge, die in kurzer Zeit passieren. Vielleicht überlegst du auch, dich zu bewegen. Und zu sagen, okay, das könnte natürlich jetzt, vielleicht im wahrsten Sinne des Wortes, dass du dich von etwas wegbewegst. Normalerweise aber die Acht der Stäbe würde bedeuten, dass viel zu tun ist und dass deine Gedanken sehr, ich habe das Gefühl, deine Gedanken überschlagen sich. Da ist sehr viel Gedankenaktivität, darüber, wie etwas jetzt weitergeht. Oder vielleicht auch wieder über die Kommunikation. Auch die Acht der Stäbe können auch wieder Kommunikation sein. Irgendwas kommt vielleicht auch reingerauscht, ne? Aber das ist hier in deinen Gedanken. Also vielleicht kommt plötzlich irgendwas reingerauscht. Du hast diesen Moment der Klarheit, fühlst dich hier aber noch ein bisschen blockiert in der Entscheidung. In der nahen Zukunft sehen wir dann den Buben der Stäbe. Bube der Stäbe ist eine sehr schöne Energie, weil sie wieder, gerade auch wenn wir uns mal angucken, wovon du hier eigentlich kommst, wieder ein bisschen hoffnungsvoller ist. Da ist wieder Optimismus, da ist vielleicht auch die Neugier auf einen Neuanfang. Es kann sein, dass hier ein Angebot liegt, ne? Bube der Stäbe könnte immer sein, oh, ein Angebot, das gucke ich mir jetzt mal genauer an. Und das könnte etwas sein, was zu tun hat mit deiner Leidenschaft, mit deinem Feuer oder was dir wieder ein bisschen mehr Hoffnung und Optimismus gibt. Auch insofern ganz schön, weil das ist ja das, was hier so ein bisschen in der Blockade ist. Wie gesagt, wir werden ein paar Karten nochmal gleich klären. Die äußeren Energien dieser Situation ist tatsächlich die Karte Judgment und das ist das Gericht. Und da geht es darum, dass es in dieser Situation gefühlt darum geht, nochmal finale Entscheidungen zu treffen, um die Vergangenheit loszulassen und sich von etwas zu lösen. Mir wird gerade auch gesagt, erlösen hier, die Erlösung von alten Energien, die dich belasten und blockieren. Und gleichzeitig bedeutet es auch, dem Ruf deiner Seele zu folgen. Es geht immer, für mich geht die Karte immer in beide Richtungen, weil sie zum einen sagt, okay, hier werden nochmal Entscheidungen getroffen, die dich aus der Vergangenheit, von der Vergangenheit lösen oder erlösen. Auch das Thema Vergebung könnte hier ein Thema sein. Und gleichzeitig bist du damit frei, um in das neue Leben quasi zu gehen, den neuen Abschnitt zu gehen. Und da sind wir quasi hier noch so ein bisschen zwischen den Welten, wo wir in diesem Zwischenstadium sind. Deine Hoffnungen, Wünsche, Ängste. Da haben wir die 10 der Stäbe. Und die 10 Stäbe stehen für Belastungen. Ich habe das Gefühl, du hast schon einiges durchgemacht hier. Und es kann sein, dass du mental, emotional oder körperlich
wirklich auch ein bisschen belastet bist und das Gefühl hast, oh, ich kann nicht mehr tragen. Hört sich dann natürlich tendenziell eher an wie eine deiner Ängste, ne? Also diese Energie von, oh, ich kann gerade nicht mehr tragen, ich bin so überlastet, das ist mir alles zu viel. Und ich habe das Gefühl, deswegen vielleicht auch tatsächlich ganz gut, dass wir eigentlich diese Energie der Judgment-Karte hier haben, weil es darum geht, Dinge loszulassen, die dir hier vielleicht auch zu viel geworden sind. Also vielleicht hast du auch die Angst, dass diese Last, die du mit dir rumträgst, das könnte natürlich eine Sorge sein, dass du sagst, okay, wann kann ich diese Last loslassen? Wann wird es wieder leichter für mich? Und dann der Ausgang dieser Legung jetzt hier für den April ist dann erstmal der Bube der Münze. Auch hier könnten wir wieder, könnte es wieder sein, dass ein Angebot hier ist, aber etwas, was handfest ist, was für mehr Stabilität und Sicherheit sorgt. Das könnte auch was im Bereich der Arbeit sein. Hier habe ich immer das Gefühl, es könnte sein, dass du irgendwas Neues entdeckst, etwas Neues dazulernst. Während hier du vielleicht irgendeine Fähigkeit dazulernst, irgendein Handwerk dazulernst oder irgendwas, was wirklich ganz praktisch, was du nutzen kannst. Vielleicht spielen hier auch zusätzlich noch ein paar Menschen eine Rolle. Das könnte ein Feuerzeichen sein, Widder, Löwe oder Schütze. Hier haben wir ein Erdzeichen, Steinbock, Stier, Jungfrau. Vielleicht sind das ebenfalls Personen, die jetzt in der nahen Zukunft hier nochmal auftauchen und dich unterstützen. So, was ich einmal machen möchte, ist tatsächlich mir deine Gedanken nochmal anschauen. Ich gehe jetzt nicht in jede Karte rein, weil ich die meisten sehr erklärend finde. Ich möchte nur ein paar weitere Botschaften, und zwar erstmal zu den Gedanken. Worum geht es hier mit den 8 der Stäben in den Gedanken der Wassermänner? Da haben wir den König der Stäbe, da haben wir quasi noch ein Feuerzeichen. Aber es könnte auch die vorausschauende Planung sein. Ich möchte noch eine weitere Karte. Warum ist der König der Stäbe hier in Bezug auf die 8 Stäbe? Ah, und da haben wir den Herzschmerz. Also es gibt hier eine Person, wo du definitiv darüber nachdenkst, vielleicht nochmal in die Kommunikation zu gehen, in den Kontakt zu gehen. Das könnte eine Situation sein mit einem Feuerzeichen. Ich kriege das hier tatsächlich schon wieder rein. Also wenn wir uns die unteren Karten mal anschauen, da ist wieder der Löwe. Hier haben wir ein Feuerzeichen, wieder Löwe, Schütze. Wir haben hier aber auch noch den Tod. Tod könnte für einen Skorpion stehen. Abgesehen von diesen Sternzeichen, packen wir sie mal weg, habe ich das Gefühl, da ist eine Person, wo du überlegst, in irgendeine Kommunikation zu gehen und darüber zu reden, wie man jetzt weiter verfährt, wie es jetzt weitergeht. Gerade auch der König der Stäbe, abgesehen von der Person, für die es da um dich geht, oder um die es da für dich geht, so rum gesagt, habe ich das Gefühl, dass es um Zukunftsplanung geht. Der König des Feuers ist sehr weise und tut das, was jetzt für alle Beteiligten das Beste ist. Das ist ein guter Führer, ein guter Anführer. Das heißt, hier geht es auch ein bisschen darum, die Führung zu übernehmen und verantwortungsvolle Entscheidungen zu treffen für die Zukunft. Und da sehe ich aber, das ist hier in Kombination mit einem Herzschmerz, also verbunden mit vielleicht unangenehmen Gesprächen, wo man jetzt einfach mal gucken muss, wie plant man jetzt weiter. Auf der anderen Seite könnte das natürlich auch sein, vielleicht hat hier für dich schon eine Trennung stattgefunden in der Vergangenheit, oder eine Distanz hat stattgefunden zwischen dir und einer anderen Person und du überlegst jetzt, mit dieser Person hier wieder in den Kontakt zu treten. Auch das könnte natürlich eine Möglichkeit sein. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, die Hauptenergien von den großen Arkane-Karten, die wir hier haben, ist tatsächlich dieses Loslassen, die Karte, die eigentlich kurz vor dem Abschluss eines Kapitels kommt und aber, dass die Hoffnung gerade so ein bisschen in der Herausforderung, in der Blockade ist. Lass uns doch mal schauen. Der Bube der Stäbe. Warum ist der Bube der Stäbe hier? In der nahen Zukunft. Was bringt der Bube der Stäbe für das Kollektiv der Wassermänner? Da haben wir die Königin der Stäbe und da haben wir jetzt tatsächlich auch das Paar hier, ne? Also es kann sein, dass wir hier eine sehr feurige, leidenschaftliche Verbindung haben mit dir und einer anderen Person, weil wir jetzt zweimal grundsätzlich hier beziehungsweise das Königspaar des Feuers drauf haben. Beides Menschen, die vielleicht sehr attraktiv, charmant, charismatisch sind, selbstständig sind oder sehr kreativ sind. Ich möchte da eine weitere Karte zu ziehen. Es könnte sein, dass du hier eine Unterstützung bekommst. Ein Angebot von einer Freundin, einer Unterstützerin. Oder es könnte dein eigenes Selbstwert und Selbstvertrauen sein. Warum ist die Königin der Stäbe?
Ja, und da haben wir nochmal die Herrscherin. Entweder habe ich das Gefühl, kommt hier eine weibliche Energie, du kriegst vielleicht eine Nachricht, eine Botschaft von einer weiblichen Energie, die dich hier gut unterstützt. Oder es geht wirklich darum, dass du hier in einer Beobachterposition bist und das könnte nämlich auch sein mit der Karte und dass dein Selbstvertrauen und dein Selbstwert hier tatsächlich wächst und du sozusagen mehr und mehr an deine eigene Kraft und Stärke gehst, um dann letzten Endes Entscheidungen besser treffen zu können. Kriegen wir noch mal eine Karte für Moment. Ja, ich möchte noch mal in die zwei. Mir kribbelt's. Ich möchte in die zwei der Schwerter gehen. Warum ist die zwei der Schwerter hier für das Kollektiv der Wassermänner? Ja. Du fühlst dich definitiv blockiert. Auch die Acht der Schwerter ist diese Blockadeenergie, dieses Gefühl von, ich kann nicht sehen, wie es weitergeht, ich habe keine Möglichkeiten, keine Option, ich fühle mich gefangen. Also wir sehen dich definitiv hier in deiner Entscheidung, in die Aktion zu gehen, blockiert. Hab aber das Gefühl, dass hier Unterstützung kommt, entweder im Außen oder im Innen, dass bei dir sich gerade auch einiges tut. Aber ich fühle dich noch ein bisschen blockiert. Ich habe nicht das Gefühl, dass du groß in die Aktion gehen wirst mit einer Entscheidung. Du denkst vielleicht drüber nach, dich zu bewegen. Du denkst vielleicht drüber nach, in die Kommunikation zu gehen. Fühlst dich hier aber noch ein bisschen blockiert. Kriegen wir noch mal die Energie von den. Was belastet hier so stark? Die 10 der Stäbe bitte. Was belastet so stark? Die 7 Münzen. Die 7 Münzen könnte eine Wartezeit sein. Und zwar, dass du dich vielleicht fragst, wann wird es endlich besser? Lohnt es sich hier zu bleiben? Lohnt es sich weiterzumachen? Ich habe ein bisschen das Gefühl, da geht es definitiv um die Entscheidungen. Auch eine Entscheidung, die dich belastet, wo du dich fragst, okay, lohnt es sich jetzt noch diesen Weg weiterzugehen oder sollte ich mich anders entscheiden? Und ich nehme wahr, dass du dich recht blockiert fühlst, weil wir das auch hier sehen und dann natürlich hier mit deinen Ängsten ebenfalls. Und ich habe das Gefühl, deine Ängste, die hier liegen, diese Belastungen, vielleicht auch einen falschen Schritt zu gehen, noch zu überlegen, okay, sollte ich noch ein bisschen durchhalten, sollte ich noch ein bisschen warten? Wie gesagt, ob das für dich eine Entscheidung ist, mit jemandem in den Kontakt zu treten oder eine Kommunikation zu haben, vielleicht auch erstmal ein bisschen Distanz reinzubringen, das könnte hier tatsächlich beides sein, weil wir eben diese Energien hier sehen, die jetzt schon präsent stattfinden. Lass uns mal gucken, was der Bube der Münzen für ein Angebot bringt. Ich habe das Gefühl, hier kommt noch mal ein Angebot rein. Was ist das für ein Angebot? Was bringt der Bube der Münzen für das Kollektiv der Wassermänner? Moment. Was bringt der Bube der Münzen für das Kollektiv der Wassermänner? König der Münzen. Ah, das ist schon echt spannend. Also Stabilität, Sicherheit, Halt. Vielleicht ist es auch ein berufliches Angebot hier. Ich möchte noch eine Karte, bitte. Warum bringt der Bube der Münzen den König der Münzen mit sich? Ein Angebot vom König der Münzen. Und dann haben wir hier noch die Transformation liegen. Also, hier habe ich das Gefühl, ist irgendeine Person ein Angebot, etwas, das stabiler wird. Auch der König der Münzen würde im Prinzip bedeuten, dass sich vielleicht hier eine finanzielle Lage auch verbessert. Es könnte tatsächlich auch auf ein berufliches Angebot hindeuten, was dir hilft, etwas zu verändern und transformieren in der Tiefe mit der Karte des Todes hier. Mit der Karte des Todes geht es auch immer darum, etwas loszulassen. Irgendeine alte Verhaltensweise, ein Verhaltensmuster, irgendwas muss hier losgelassen, verändert, transformiert werden, gefühlt, damit hier Stabilität, Sicherheit, Halt reinkommt in eine Angelegenheit. Und so könnte es rein theoretisch aber auch sein, dass ein Angebot kommt, das mehr Stabilität, Sicherheit, Halt bringt und das Teil einer großen Transformation und Veränderung ist. Was ich jetzt gerne einmal machen möchte, ist, dass die Person, mit der du es hier zu tun hast, die schauen wir uns jetzt mal genauer an. Das heißt, wir gehen einmal jetzt in die Erweiterung und zwar schauen wir uns an, was denkt die Person über dich, was fühlt sie für dich, was sind die wahren Absichten, was ist die Energie der Person, was sind die Blockaden zwischen euch, was ist der Tipp an dich. Wie geht es weiter? Auch da schauen wir uns das Ganze nochmal an. Wir sehen, es kommt eine Veränderung, die scheint sehr tiefgreifend hier zu sein. Gerade auch, weil du blockiert bist, dann ist immer der Tod auch eine gute Energie, welche Stagnation und Blockaden lösen können.
Das schauen wir uns jetzt einmal an. Du hast jetzt zwei Möglichkeiten, dir die Erweiterung anzuschauen. Entweder auf Vimeo, der Link ist unter diesem Video in der Infobox. Der erste Link führt zu Vimeo, da hast du dann das Einzelvideo, was du dir anschauen kannst. Der zweite Link führt zu Patreon, da kannst du dir die Mitgliedschaft holen. Und mit der Mitgliedschaft hast du die Möglichkeit, immer alle Erweiterungen, die es im Monat gibt, dir, ja, die sind dann freigeschaltet quasi für den Preis der Mitgliedschaft. Schau einfach mal rein, schau, was am meisten mit dir resoniert. Und ich sage vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Liken, fürs Kommentieren, Kanal abonnieren. Wir sehen uns wieder beim nächsten Video, entweder hier auf YouTube, auf Vimeo oder dann auf Patreon für deine Erweiterung. Also bis gleich.